Mahlzeit und herzlich willkommen zu einem weiteren Destiny Video. In diesem Video möchte ich euch wieder mal die besten Waffen aus dem Turm zeigen und zusätzlich dazu auch noch die beste Ausrüstung mit den besten Werten, das heißt mit der ihr eine T12 Skillung erreichen könnt, also Intellekt, Stärke, Disziplin 98% und darüber hinaus wird in diesem Video gezeigt. Aber kurz bevor es losgeht, nochmal eine kleine Anmerkung. Alles, was ich hier zeige, ist meine Empfehlung. Es ist keine Pflicht, es zu kaufen und es ist auch nur meine Meinung. Jeder hat da eine andere. Ich kann die Waffen vorher nicht testen, ob sie wirklich gut sind. Alles erfolgt hier aus meiner eigenen Erfahrung. Es ist wie gesagt nur eine Empfehlung. Ihr könnt euch daran halten, müsst es aber nicht, denn darauf gebe ich keine Garantie. So, wir babbeln aber nicht länger rum, sondern legen mal los. Und beim Toten Orbit gibt es als erstes erst einmal ein Scout-Gewehr, das für den PvP ganz gut ist. Es kommt an die Mide heran, bloß als legendäre Version. Es hat Kontrolle der Massen, was ziemlich gut ist, nachdem ihr einen Kill gemacht habt. Gesetzloser, das mit ziemlich schnell Nachladen gleicht das kleine Magazin dann aus. Und dann kommt dazu die Krönung, und zwar Großkalibergeschosse. Das heißt, ihr flincht den Gegner ordentlich weg. Und nachdem ihr einen weggeholt habt, könnt ihr super schnell nachladen, habt auch ein super Visier und macht beim nächsten Gegner dann auch noch Bonusschaden. Also dieses Scout-Gewehr hat es definitiv mal verdient, ausprobiert zu werden. Als nächstes haben wir hier die Wehmut, die hat diese Woche wieder ganz gute Perks. Bei Pistolen kenne ich mich nicht hundertprozentig aus, ich bin kein Pistolenspieler. Ich zeige euch aber zwei Alternativen. Einmal hier die Wehmut mit Großkalibergeschosse, Sprühen und Spielen. Und dann von der Foro der T-Tassensturm mit diesen Perks hier. Also wer da sich bei Pistolen auskennt und damit täglich spielt, der wird da sicherlich wissen, was für ihn das Bessere ist. Beim Toten Orbit gibt es auch zwei richtig gute Schmuckstücke zu holen. Und zwar einmal das Automatikgewehr. Das werde ich mir persönlich auch gönnen. Wirklich sehr, sehr stark. Balanceausgleich, perfekte Balance. Sehr gut, sehr viel Stabilität. Ist ganz wichtig für ein Automatikgewehr. Und dann Großkalibergeschosse. Ich wusste gar nicht, dass eine Automatik Großkalibergeschosse haben kann, aber ihr flincht den Gegner zu Tode, habt eine super Stabilität und haut dadurch, dass die Automatikgewehre wieder relativ stark sind, den Gegner relativ auch dementsprechend schnell weg. Dann Staub zu Staub. Warum der Raketenwerfer ein Muss ist, dazu wird im Laufe der Woche noch ein Video kommen, aber packt euch das auf jeden Fall schon mal ein, spart die legendäre Marken dafür, denn das Teil hat es wirklich in sich. Wirklich 1A hier mit Clusterbomben, 3 Geschosse und größeres Magazin Feldscout, wirklich top Raketenwerfer, kann ich nur empfehlen. Beim Schmelzsiegel Quartierwart gibt es mal wieder seit der Eisensäge in Jahr 2 mal wieder ein richtig geiles Impulsgewehr, das Gastgeschenk mit Messsucher für mehr Reichweite, was ganz, ganz wichtig ist. Perfekte Balance für die Stabilität, das bei Impulsgewehren wirklich auf erster Stelle stehen sollte. Das kleine Magazin wird durch Gesetzloser ziemlich gut ausgeglichen, also auf jeden Fall sehr, sehr gute Perks, kann man eigentlich kaum besser machen. Wie gesagt, Kopfsucher und so ein Quatsch ist bei Impulsgewehren Schwachsinn, aber das ist ein anderes Thema. Mit ruhiger Hand OV kriegt er noch etwas Stabilität drauf, beziehungsweise könnt auch das obere Visier behalten, da dann je nach Geschmack und Vorliebe. Des Weiteren gibt es beim Quartierwart eine ganz gute Shotgun. Wer dann nicht die perfekte Matador am Stissel hat, kann sich gerne die hier gönnen. Messsucher ist drauf, verstärkter Lauf ist drauf und Feldhocke, das führt dazu, dass ihr ziemlich viel Reichweite und Schlagkraft Bonis dazu bekommt. Im zweiten Perk Stamm, nenne ich das Ganze mal, gibt es Nachschub oder Lebenserhaltung. Ja, da würde ich aber eher auf Lebenserhaltung plädieren, denn im Shotgun-Nahkampf-Battle geht man meistens mit wenig Leben raus und wenn man da Lebensregeneration bekommt, dann ist das Ganze ziemlich praktisch. Das Palindrom ist diese Woche nicht dabei, das möchte ich kurz erklären. Und zwar, es hat zwar Roulette und gezogener Lauf, was ziemlich gut ist, allerdings fehlt der Handfeuerwaffe Messsucher, denn ich finde, seitdem die Handfeuerwaffen noch weniger Reichweite bekommen haben, ist Messsucher wirklich Pflicht, ohne das geht gar nichts. Und angefangen bei der Ausrüstung mit einem Geist für jede Klasse mit 100% beim KZ zu holen. Wer also diese Aufteilung der Skillung mag von Intellekt, Disziplin und Stärke, der sollte sich diesen
Heiligen Geist diese Woche auf jeden Fall mal kaufen. Ansonsten gibt es für den Titan beim Schmelztiegel einen Helm mit 98%. Die Perks an sich sind zwar nicht wirklich gut, allerdings 98% ist T12 fähig. Wer da also noch keinen guten Helm hat, ist hier richtig. Bei dem Kryptarch im Eisentempel gibt es ein Artefakt, Silimas Andenken. Es hat 105%, das heißt wirklich ein sehr, sehr guter Boost für euer T12. Sollte auf jeden Fall geholt werden. Wie man an diese Erbstücke rankommt, dazu habe ich schon mal ein Video gemacht, verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Wer da noch keine Ahnung hat, schaut da einmal vorbei. Ansonsten gibt es noch beim Sprecher für den Jäger einen 100%igen Umhang, beim Toten Orbit Schuhe mit 98%, Sniper Munition, Disziplin, Stärke, also für den Nachtbürscher im PvP ganz gut, und dann beim KDZ einen Jäger Rüstung mit 98%, auch sehr, sehr gut, kann man auf jeden Fall gebrauchen. Und für den Jäger war es das auch schon. Der Warlock geht diese Woche ziemlich mau nach Hause, denn für ihn gibt es nur ein Reif beim Schmelztiegel mit 100%, und das war es auch schon. So, meine Freunde, in diesem Video wurde alles gezeigt, was ich für persönlich gut halte. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Über Feedback und Kritik und Verbesserungsvorschläge würde ich mich freuen. Ansonsten auch über Daumen nach oben und neue Abonnenten. In diesem Sinne, lasst den immer schön schwingen. Bis zum nächsten Mal auf Venero TV.